So, schaut mal, was ich hier habe. Direkt vom Hamburger Fischmarkt. Bestes Zanderfilet. Habe ich schon ein bisschen Salz und Pfeffer draufgegeben. Da sind wir schon beim nächsten Problem. Was nützt euch der beste Fisch, wenn das nachher in der Pfanne klebt? Deswegen habe ich jetzt hier unsere Bratpfanne am Start. Und da habe ich nur ganz wenig Öl drin, weil diese Antihaftbeschichtung ist einfach genial. Und da braten wir ihn jetzt den Zander auf der Haut einmal an. So, und schaut euch das einmal an. So, der Fisch war jetzt ungefähr 4 Minuten in der Pfanne. Und man sieht hier schon am Rand, dass da schon was gar wird. Hier oben ist er noch schön glasig. Und schaut mal, da klebt gar nichts. Jetzt wollen wir mal da unterschauen. Mit so einem Silikonwender geht das wunderbar. Schaut euch das an. Ist das hübsch? Also so darf doch mal ein Zanderfilet aussehen. Und es klebt nichts. Besser geht es nicht.